Und dann begann er, den Teig zu würzen. Als erstes nahm er ein klein wenig Kardamom für Witz und Esprit. Ein klein wenig Schokostreusel für die Sommersprossen. Dann knetete er und knetete ein paar wenige Safranfäden. Denn er stellte sich vor, wie schön muss es doch sein, wenn sie langes, rotes, wallendes Haar hat. Dann ein klein wenig Salz, denn er dachte sich, es kann nicht schaden, wenn eine Frau einen eigenen starken Willen hat. Er knetete und knetete und knetete. Einige Rosinen streute er ein. Er dachte sich, ach, wie muss es sein, an der frisch gebackenen die Rosinen zu suchen und ihnen zu knappern. Und er knetete und er knetete. Ein klein wenig Honig für eine samtweiche Haut, ein klein wenig Zimt für ein warmes Herz und einige wenige Granatapfelkerne. Denn er war ein junger Mann. Er knetete und knetete und dann formte er. Er formte sich eine Frau, ja, ganz nach seinem Geschmack halt. Und das, meine Damen und Herren, verzeihen Sie, wenn ich es jetzt so direkt anspreche, das ist ein guter Augenblick, die Geschichte für einen kurzen Moment zu unterbrechen. Verzeihen Sie, wenn ich sie jetzt aus der Geschichte wieder herauslocke. Es ist nämlich so, der Augenblick ist gut gewählt, denn ich möchte Ihnen von meiner Erzählerzeit nun ein paar Sekunden schenken. Lehnen Sie sich ganz entspannt zurück und überlegen Sie sich selbst, wie Sie sich denn einem Mann oder eine Frau backen würden. Die Zeit gehört Ihnen. Ich bitte später auch niemand aufs Publikum und sage, na, wie soll ausschauen? Nein, es bleibt Ihr ganz privates Geheimnis. Fühlen Sie sich ganz entspannt, ganz zu Hause. Apropos zu Hause, wenn Sie schon etwas Gebackenes zu Hause haben, dann müssen Sie sich natürlich keine Gedanken mehr machen. Das wäre jetzt wirklich uncharmant von mir. Wenn Sie aber etwas, und das würde Ihre Weisheit besonders krönen, Selbstgebackenes mitgebracht haben, dann wenden Sie sich ihm oder ihr doch zu und sagen ein Wort wie zum Beispiel: gut gebacken. Für alle Herren hier, die heute noch kein Kompliment ausgesprochen haben, nehmen Sie es aus meiner Erzählerzeit. Der Kaufmannssohn knetete, formte und buk. Im Geheimen ließ er einen riesigen Ofen errichten, ein Ofen, in dem eine Frau Platz haben könnte. Und sie hätten ihn sehen müssen. Eine riesige Sanduhr wurde aufgestellt und er wusste, wenn das letzte Sandkorn durch die Enge fiel, dann wird er hineinfassen, wird sie herausholen und seine Einsamkeit wird ein Ende haben. Er ließ sich riesige Topflappen stricken von der Oma. Ah, nicht von der Oma, vom Opa natürlich. Und er hätte sie sehen müssen und seine Augen glänzten und funkelten. Und dann, er sah immer mit einem Auge auf die Sanduhr und dann das letzte fiel durch. Er macht die Dinge auf und die heiße Luft kam raus. Er fasste hinein und holte sie heraus und... Alles, was aus dem Ofen holte, war ein großer Keks. Zwar hübsch, ein Zimtstern sozusagen. Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob Sie sich mit Frauen- und Männerbacken auskennen, aber es ist so, die Zusammensetzung, die muss ganz genau stimmen, sonst erweckt dieselbe nicht zum Leben. Er war ein junger Mann, er hatte Granatapfelkerne drinnen, also 7 Monde lang. Kneten, formen, backen, kneten, formen, backen, kneten, formen, backen, kneten, formen, backen. Und es war der 7. Mond, der schlug gerade in den 8. über. Das Meer außerhalb der Burg rauschte anders wie sonst, es rauschte ungefähr so. In dieser Nacht gelang es. Die Selbstgebackene erwachte zum Leben, eng umschlungen.
lagen sie die ganze Nacht, warteten, dass doch endlich die Sonne aufgehen möge, dass sie ihr süßes Licht auf ihre Liebe scheinen mag. Sie tat es. Aber das Glück war nur von kurzer Dauer, denn zum Mittag schon erfuhr der Kaufmann davon. Seine erste Reaktion war, das Projekt ist gescheitert, die Burg mit allen Insassen, verbrannt muss sie werden. Doch dann, der Sohn, vielleicht das erste Mal in seinem Leben. Vater, Vater, nein, nein! Ich spreche jetzt, Vater, 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 wie konntest du dir nur vorstellen, dass du die Liebe von mir fernhalten möchtest? Siehst du nicht, wie gut Frau und Mann zusammenpassen? Vater, lass uns zurückkehren in die Stadt und lass uns dort wie eine Familie leben, hörst du? Vielleicht überwindest du deinen Schmerz und du verliebst dich neu. Klammer auf. Man braucht die Frauen ja nicht verstehen, es reicht, wenn man sie liebt. Klammer zu, Anmerkung des Erzählers, Ausrufezeichen. Und der Kaufmann, der Vater, hatte sich natürlich auch gleich in die schöne Schwiegertochter verliebt und hatte Einsehen und sein Herz schlug es doch auch warm für seinen Sohn. Sie kehrten zurück in die Stadt und lebten dort glücklich. Und das, meine Damen und Herren, das könnte eigentlich ein ganz wunderbares Ende für diese Geschichte sein, gell? Aber wenn der Erzähler schon so blöd frecht. Einer hat an dieser ganzen Entwicklung Leid getragen. Einer konnte nicht davon profitieren. Wer war das? Wer? Wie? Ein Knecht? Ah, der Diener? Nein, der kam in die Stadt, der wurde befördert, Oberdiener wurde er. Aber ein anderer noch, der Lehrer, genau richtig, der Lehrer war nun arbeitslos. Er durfte zwar noch in der Burg leben bleiben, aber er war neudeutsch Hartz-IV-Empfänger. Ja. Und als ich da so saß an diesem Morgen und die anderen draußen im Hof noch nicht aufgemacht waren, wie ich da so rühre in meinem Tee drinnen und als ich diese Geschichte hörte, von Rami Shilar, und als ich in seine schönen, dunklen, weisen Augen blickte, da war mir klar, der Lehrer aus der Geschichte war Rami Shilar. Und ich verstand jetzt auch, warum der ganze Teig in seiner Wohnung herumlag. Ja, Rami Shilar wollte sich auch eine Frau backen. Wir tauschten uns aus über die besonderen Schwierigkeiten des Frauenbackens. Er erzählte mir von seinem Problem, das mit der Zusammensetzung halt. Und ich erzählte ihm von meinen Komplikationen. Manchmal, sagte ich ihm, manchmal werden die meinen viel zu süß. Viel zu viel Zucker ist einfach drinnen. Und dann lang bevor die Beziehung zum Leben erwachen kann, knappern schon andere, hübschere Männer an meinem Gebackenen herum. Und da bin ich in der Regel, ich ziehe da in der Regel den Kürzeren. Danke für Ihr Mitleid. Aber dann erzählte ich auch, dass manchmal, da bleiben Sie einfach nur zu lang im Ofen. Da werden Sie neudeutsch, würde man sagen, ein bisschen crisp. Und dann bei der kleinsten Veränderung, bei der kleinsten Wendung nur, da zerbrechen sie, weil sie die Flexibilität nicht haben und damit auch die Beziehung. Wie Männer verstanden wir uns, wie Männer trennten wir uns. Und ich, meine Damen und Herren, ich hätte die Geschichte schon längst vergessen. Hätte mich da nicht vor 5, 6 Jahren in Wien ein Brief erreicht. Ein Brief aus Marokko. Ein Brief von Rami Shilar. Mon cher ami Norbert. Ach, ich übersetze gleich, oder? Ja. Mein teurer Freund Norbert. Erinnerst du dich an unsere Begegnung in El Akashira? Natürlich tue ich das. Stell dir vor,
Ich heirate in 2 Monaten. Norbert, möchtest du das Rezept haben?